Herzlich willkommen zum TIME-Podcast. Sie hören ein Interview mit dem Kongresspräsidenten des Röntgenkongresses 2012, Herrn Professor Hermann Helmberger. Herr Professor Helmberger ist Chefarzt des Zentrums für Radiologie und Nuklearmedizin am Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg und diesjähriger Kongresspräsident des Röntgenkongresses in Hamburg. Im Interview gibt er Einblicke, was Sie als Kongressbesucher erwarten dürfen und was auf keinen Fall versäumt werden darf. Gegensätze verbinden ist das Motto des Röntgenkongresses 2012, weshalb wir den Kongresspräsidenten als erstes gefragt haben, ob Gegensätze tatsächlich verbinden. Für diese erste Frage bin ich Ihnen wirklich sehr dankbar, denn sie zeigt mir doch, dass das Kongressmotto richtig gewählt war. Wir hatten ganz bewusst auf jegliche Interpunktion verzichtet, um so noch Platz für die eigene Interpretation des Lesenden oder Hörenden und die Diskussion dazu zu lassen. Die Radiologie ist ein Querschnittsfach und hat eine Breite der Themen erreicht, die sich in manchen Bereichen scheinbar zu widersprechen scheinen. Sei es thematisch oder aufgrund der versorgten Patientengruppen oder auch der Herangehensweise. Mir war es jetzt sehr wichtig, in der Vorbereitung des Kongresses hier Gemeinsamkeiten wieder mehr in den Vordergrund zu rücken und zu betonen. Diese Verbundenheit wird durch gemeinsame Veranstaltungen, zum Beispiel der AG Herzdiagnostik und der DGIR oder der AGs Uroradiologie und Kinderradiologie unterstrichen. Aber das Kongressmotto geht noch darüber hinaus. Neben diesen Gemeinsamkeiten innerhalb der Radiologie, die es zu betonen gilt, trifft dies aber auch auf benachbarte Fächer der Bildgebung, zum Beispiel die Nuklearmedizin und die Kinderradiologie, zu. Auch hier werden wir uns beim Kongress den Fachthemen gemeinsam nähern. Und der dritte Schritt ist über das Gebiet der Bildgebung hinaus die interdisziplinäre Diskussion mit den klinischen Fachkollegen, an deren Patientenversorgung wir beteiligt sind. Und so freue ich mich besonders, dass wir insgesamt 8 klinische Fachgesellschaften mit Vertretern in unser Programm einbinden konnten und gemeinsam aktuelle Fragen erörtern werden. Die Abdominaldiagnostik bildet mit ihrem interdisziplinären Anspruch und auch ihren Überschneidungen zu Onkologie und interventionellen Radiologie einen Schwerpunkt des Röntgenkongresses. Aber das ist natürlich noch längst nicht alles. Als weiteren Höhepunkt sehe ich die Rheumabildgebung an, die wir gemeinsam mit Rheumatologen, Nuklearmedizinern und Pädiatern diskutieren wollen. Und natürlich werden die neuesten technischen Fortschritte in der Hybridbildgebung einen breiten Raum einnehmen, genauso wie die Klassiker jedes Röntgenkongresses aus der Neuroradiologie und der Skelettdiagnostik. Auch in diesem Jahr wird es Neuerungen geben. Herr Professor Helmberger erläutert, was die Besucher Neues erwarten dürfen. Neben der starken Interdisziplinarität, die sich in Spezialrefresherkursen widerspiegelt, werden zum Beispiel die kinderradiologischen Vorträge in diesem Jahr nicht ausschließlich in reinen Kinderradiologiesitzungen erörtert, sondern im Rahmen der thematischen Behandlung zusammen mit den Allgemeinradiologen diskutiert. Im Spezialkurs Nuklearmedizin gibt es ebenfalls eine Neuerung, denn dort werden die Vorträge jeweils von einem radiologischen und einem nuklearmedizinischen Kollegen gemeinsam vorgetragen. Die Themenreihen Fit für den Facharzt und Radiologie in Klinik und Praxis werden über den gesamten Kongress durchlaufenden Veranstaltungen ausgebaut. Mehr als 850 Vorträge, Seminare und Workshops werden den Röntgenkongress mit Inhalt füllen. Da fällt die Auswahl schwer. Dennoch gibt es Vorträge, die auf keinen Fall versäumt werden sollten. Da möchte ich den Teilnehmern ganz besonders die Highlight-Vorträge unserer diesjährigen Ehrenmitglieder ans Herz legen. Diese finden im Rahmen wissenschaftlicher Sitzungen zum Schwerpunkt des jeweiligen Ehrenmitglieds statt und leiten die jeweilige Sitzung auch ein. Umfassender als in einer derartigen Sitzung kann man sich über ein Thema nicht auf den aktuellen Stand bringen. Und wenn die Seminare und Vorträge vorbei sind, erwartet die Teilnehmer ein buntes Rahmenprogramm. Der erste Abend beispielsweise soll vor allem das Miteinander und den Austausch der Teilnehmer in den Fokus rücken. Ein eigens eingerichteter Bus-Shuttle fährt direkt vom Kongresszentrum ab 19 Uhr zum Veranstaltungsort. Der traditionelle erste Abend ist erstmals als Get-Together ausgerichtet und soll in lockerer Atmosphäre auf den Kongress einstimmen und viele Kontaktmöglichkeiten eröffnen. Als Ort haben wir deshalb den Schuppen 52, eine der derzeitigen In-Locations Hamburgs, gewählt. Dieser umgebaute ehemalige Lagerschuppen liegt mitten im Hamburger Hafen
Ein wichtiger Punkt des Röntgenkongresses und auch das persönliche Anliegen von Herrn Professor Hellenberger ist die Nachwuchsförderung. Wie wird der Röntgenkongress diesbezüglich seinen Wünschen gerecht? Da gibt es das vor 2 Jahren begonnene Programm der hellsten Köpfe und das werden wir in bewährter Weise fortsetzen und ausbauen. Für die Studenten steht dabei neben einer Studentenlounge auch wieder ein eigenes Programm am Samstag bereit. Und so freuen wir uns auch in diesem Jahr wieder auf eine große Zahl von studentischen Besuchern. Die steigende Teilnehmerzahl an MTRAs spricht für die Attraktivität des Röntgenkongresses für medizinisch-technische Radiologieassistentinnen und Assistenten. Das Programm wurde vom VMTB vorbereitet und spiegelt ebenfalls das Motto des Kongresses und die Breite des Faches wider. Das Programm geht neben diesen rein radiologischen Themen auch auf Qualitätsmanagement, Strahlenschutz und Hygieneanforderungen in der Radiologie ein. Dieses letzte ist ein Thema, das zunehmend auch in den Fokus der Öffentlichkeit gerät. Was mir aber besonders wichtig ist, ist, dass unsere Jahrestagungen wiederum gemeinsam stattfinden und so der Austausch untereinander gut möglich ist. Auch in diesem Jahr wird die Industrieausstellung viel Spannendes für die Kongressteilnehmer bereithalten. Offiziell eröffnet wird die Ausstellung mit dem Kongressrundgang am Donnerstagmorgen durch eine Delegation der Deutschen Röntgengesellschaft. Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr das Industrieforum wieder prall gefüllt ist mit Bewährtem, mit Neuem und sicherlich auch mit ganz Neuem. So viel kann man schon verraten, dass sich die Unternehmen eine Menge haben einfallen lassen und der Besuch damit allemal sehr lohnend sein wird. Herr Professor Hellenberger, was ist Ihr persönliches Highlight des Röntgenkongresses in Hamburg? Neben dem Get-Together am Mittwoch, auf das ja schon hingewiesen wurde, sollte man 2 Dinge während der Kongresstage meines Erachtens keinesfalls versäumen. Zum einen die Eröffnungsveranstaltung am Donnerstagmorgen nach dem ersten Refresher-Block und dann die Röntgenvorlesung am Freitag von Professor Richard Barron aus Chicago zum Thema The Evolution of Liver Imaging, The Search for the Holy Grail. Dies sicherlich ein Thema, das vielversprechend ist. Abschließend die Frage an den Kongresspräsidenten. Was möchten Sie den Kongressteilnehmern mit auf den Weg geben? Ja, ich möchte den Kongressteilnehmern zurufen, kommen Sie nach Hamburg. Tauchen Sie ein in die Vielfalt unseres Faches und lassen Sie sich faszinieren von Neuem, von scheinbar Widersprüchlichem und von Kuriosem. Nützen Sie die Möglichkeit zum Austausch innerhalb der Radiologie und interdisziplinär. Und genießen Sie trotz allem das Flair einer wunderbaren Stadt und Ihrer Gastfreundschaft. In diesem Sinne möchte ich allen zurufen, herzlich willkommen zum Deutschen Röntgenkongress 2012 in Hamburg. Herr Professor Hellenberger, wir bedanken uns ganz herzlich für das Interview. Sehr gerne.